So, also ich gucke mir gleich deine Sachen an, dann kannst du dir auch meine Sachen mal angucken. Ein glücklicher Mike ist ein glücklicher Mike. Das Problem ist nur, dass ich meistens glücklich bin auf Kosten anderer. Sag mal, Hubi, wie ist denn das Wetter bei dir da unten so? Gut. Aber die Idee ist doch geil, oder? Ja, aber der Regen kommt nicht bis ganz unten. Schade, schade. Da müssen wir den Baum vielleicht noch ein bisschen höher pflanzen. Aber es macht einiges an Atmosphäre aus. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe mir überlegt, was kann ich noch machen? Was kann ich. Warte mal. Ich meine, ich mache Baum ja auch meine Dusche so nachher. Wo ist dein Wohnzimmer? Also das ist mein Schlafzimmer. Das Wohnzimmer wird oben hingebaut. Hier ist wohl das Badezimmer nachher. Das? Und hier weiß ich es noch nicht. Kannst du gerne mal hinbauen, wenn du was, eine Truhe oder sowas hast. Hey, das passt perfekt von der Farbe hier rein. Krass, was ist denn das hier? Ach, ist auch aus. Aus einem von diesen Das sieht Gedöns. super aus. Dankeschön. Ja. Ja, ist perfekt. Ich werde dir wahrscheinlich noch hochsetzen, aber es ist schon mal super. Vor allem. Warte mal. Das hier wird ja dein Badezimmer. Tada, guck mal. Ja, das sieht doch geil aus. Hat Was was. denn? Mit dem Fisch ist super. Danke, das ist richtig geil. Ich frage mich gerade, ob das Wasser sich hier sammelt, wenn man die Wolken da oben hinsetzt. Nee, leider nicht. Aber so ungefähr wird halt die Dusche nachher aussehen. Okay. Es sei denn, man hat ein Gefäß nachher, was das vielleicht aufsammelt. Da müssen wir mal gucken, ob das geht. Ja, was hat was? Wird langsam. Die Wände sind halt wieder ätzend, weißt du? Hier so Wände setzen. Spannende Aufgabe, Wände setzen. Aber da kommen dann so Bilderrahmen und so ein Kram wahrscheinlich noch dran, die wir auch noch finden können. Und ich habe auch noch so ein paar von diesen goldenen Dingern in meiner Piggy Bank. Die kann ich übrigens hier hinsetzen, fällt mir gerade ein. Ja, genau die. So, hier ist die Piggy Bank. Passt natürlich auch perfekt. Das passt gut für Magier tatsächlich. Ich wollte sowieso irgendwie wieder auf Magier zurück, wenn ich dann die Ausrüstung dafür habe. Ich habe ja mal geguckt, die habe ich da vorhin weggeworfen. Die gibt es ja tatsächlich. Und zwar richtig kräftige. Bis ich die habe, dauert es ein bisschen. Ich habe noch Sunblocks. Wie sehen denn die Sunblocks hier so als Kontrast eigentlich aus? Nee. Das passt nicht, nee. Sagte ich mir auch gerade. Außerdem bin ich nicht der Goldtyp. So goldig bin ich noch nicht. Ja, wir können da oben erstmal bleiben. Dann habe ich wenigstens ein paar. Achso, das ist der Bogen im Übrigen. Warte mal, hier. Wow. Okay, der ist schnell. Komm mit runter. Jupp. Lass mal gucken, was du so gebastelt hast. Das ist sehr, 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 sehr. Das ist sehr elfisch im Übrigen. Oh, Hubi, bist du im tiefsten Inneren doch ein Elf? Ja, unbedingt. Hier ist da was im Hals stecken geblieben. Der Elf, den du gefressen hast letztens, richtig? Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Wenn man sich auf die Stühle noch setzen könnte, das wäre so richtig geil. Okay, der ist ein bisschen niedrig, der Tisch. Ja, das muss ich noch. So, ich passe mal oben direkt weiter. Das Schöne ist, man kommt hoch und sieht auch direkt hier so. Ach, wir brauchen noch ein Arbeitszimmer, ne? Das machen wir aber unten hin dann. Ich brauche vor allem erstmal noch eine Axt. Ach so, warte. Warte, warte, warte. Zzt. Ich bräuchte zwar den Aufzug nicht, aber ist trotzdem cool. Für eine Axt brauchen wir. Wie macht man denn nochmal einen Dings eigentlich? Nen. Sag schon. Du meinst eine Schmiede? Warum haben wir eigentlich den ganzen, das ganze, also, warum haben wir eigentlich nicht den ganzen Schmiedekram mitgenommen? Weiß ich nicht, weil wir doof sind. In der Hinsicht müssen wir sagen, wir sind doof. Du brauchst das Holz noch, ne? Hast du gesagt. Ja, Holz. Holz, 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 Holz. Dann brauchst du erstmal nicht Holz. rüber. Viel Spaß damit. Es war einfach das. Ich bin aber auch noch am Überlegen, wo ich die hier hinpacke. Die hier? Was ist das? Da geht's bestimmt. Beste. Die ist hübsch, die glitzert da sogar. Keine Ahnung.
Warum habe ich einen Blob da bei mir? Aber ich finde, dass das, dieses Magenta Aquamarin ist perfekt wirklich für die Wolkengegend hier oben. Du hast was dabei? Warum hatte ich einen Blob bei mir? Das habe ich mich gefragt. Das weiß ich nicht. Welches? So. Nee. Ich nehme die anderen, die sind mit diesem Gold-Ding sind schon super, die Kombination. So, ich mache jetzt hier mal oben erstmal den Deckel zu. Ungefähr auf. Warte mal, das machen wir erstmal zu, kann man gleich wieder aufmachen. Ich glaube, wir müssen hier oben auch mal zumachen. Das mag Hier. sein, ja. Sonst haben wir gleich Besuch, wenn es wieder Nacht wird, was es jetzt auch gerade wird. Ich habe auch vor allem die ganze Zeit schon irgendwelche Blobs bei mir. Blob. So. Slime. Das ist immer ein bisschen doof, wenn das dann so doof aussieht. Mal gucken, dass wir es so ein bisschen machen. Höher kommen wir nicht, dann ist hier, genau, das ist auch super. Dann machen wir das wieder zu. Auf, meine ich natürlich. Ein bisschen höher, wir wollten es immer doppelt so hoch haben. Das ist ja ungefähr die Höhe gewesen hier. Oder? Moment. Genau, die Höhe war das da. Das ist auch ja doof. Dann noch eins länger. So. Spiele im Übrigen wieder ganz schön viele Terraria, muss man dazu sagen. Und das sieht auch ein bisschen arg dämlich aus hier an der Stelle. So. Doch keine Ahnung, was ich damit mache. Mal gucken. Und ob ich das überhaupt so lasse, ist die nächste Frage. Ach, weißt du, das macht doch doppelt so hoch, das ist ja doof hier. So. Einmal. Zweimal. So, und dann jetzt drüber, genau. Machen wir das hier weg, das wieder dran. Ich glaube, der Knorker wird sich hier sehr freuen über dieses Update. Weil der ist ja gar nicht so schlecht im Basteln, im Hübschmachen. Ne? Ja. Der dürfte sich hier gut austoben dürfen, können, tun, müssen. Müssen, können, tun. Ich könnte das natürlich auch wieder hier so ein bisschen bauen. Weil Wolke und so. Nein! Haben die eine Wolke ein Loch gemacht? Ja, das wird mein Dingszimmer auf jeden Fall. Das stimmt. Das passt gut hier. Ist geil. Mein Buchzimmer. Ah, ich höre Gastbesuche. Die wollen dir irgendwelche Sachen verkaufen. So, sie wollen mit dir über Untote sprechen. Können wir mit Ihnen über Jesus reden? Ach nee, das waren die Zeugen. Machen wir erstmal zu. Lustige Wolke, aber ja, wird langsam. Jetzt gucken, wo ich die Grim Reaper-Statue dann noch hinstelle. So. Ah, nein, 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 nein. Aufzug. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte hier. Leider gehen mir die Wände aus. Das heißt, ich muss nachher auch wieder bedauerlicherweise darüber. So, jetzt ist nämlich Ende Gelände schon wieder. Die Frage ist auch, welche Türen ich einbaue. Ich glaube, ich muss dieselben Türen einbauen, wie du sie hast. Das passt auch sehr gut dazu zum Du meinst Gesamtblick. die ich unten eingebaut habe? Genau, das heißt, wir müssen noch ein bisschen auf Wolkensuche gehen, wie es aussieht. Vielleicht kannst du erstmal die beiden unten rausnehmen. Brauchst du ihn nicht? Also brauchst du Holz. Ja, das mit dem Lagerfeuer ist geil. Aber dann soll ich vielleicht die anderen Türen vorher bauen, bevor ich die mache. Die ich nicht bauen kann, weil ich kein Holz mehr habe. Ja, So. die.
Meins. Und nein, ich werde aus Platinum bestimmt keine Kerzen und so bauen. Aber Glas kann ich. Warte mal, Glas? Glaswall. Was habe ich denn momentan? Ich habe momentan eingepackt. Glaswall. Wir brauchen ja Glaswall, ne? Nicht Glas. Aber Glaswall war ja für die Fenster da und da. Weil die kann ich auch hier wieder einbauen. Es ist so dunkel. Mach mal das Licht an. Warte mal. Da. Nein, meine Wolke brennt ab. Ah, mein Gott. Längstens habe ich hier oben keine Zombies. Ja, ich gerade auch nicht. Ach so, ich muss das. Kann ich nur so. Ja, okay, dann warte ich das noch ein bisschen hier. Was will ich denn mit Holzpfeilen? Bah. Schrottzeug. Warum habe ich die Pfeile nicht gesteckt? So. Ah, heiß. So. Whee. Das ist so geil. Das Coole ist, ich kann von der einen Wolke zur anderen vielleicht auch einfach so eine Ropebahn machen. Denn ich habe, wie viel Seil? 663. Warte. Jetzt sind es dann... Ach du Scheiße. Über 1000 Seil. Ach, okay. Genau, komm noch mal kurz mit. Ja, ich komme mit. Gezeigt haben. Hui. Ganz runter? Ganz runter. Okay. Guck mal. Cool. Sehr gut. Na, Mr. Tanner? Eigentlich sollte der da nicht eingezogen sein. Hat er wenigstens schon mal zu Hause. Ich mach mal gerade die Truhe leer. Kannst du die gerne auch noch mitnehmen, so ist leer. Wobei er braucht. Mach ich gleich genau. Was haben wir denn hier unten noch so? Das ist Schnee hier links, ne, oder? Ja, ja. Eisblöcke sind das. Das sind Eisblöcke. Ich nehm die mal kurz mit, weil ich möchte gerne wissen, ob man die verarbeiten kann. Weil die würden sich mit der Wolke hervorragend kombinieren. Bin sofort da, Moment. Wenn ich ein paar hab, sind's. Wie glaube ich jetzt? 20 oder so, okay. Ja, oh. Geil. Was ist das? Ich weiß nicht. Abbauen? Oh. Ja, versuch's mal. Au! Das sind die neuen. Lass mich grad nicht. Ich hab da eben auch schon mit dem Dienstzimmer draufgehauen. Ja, so wie ich gerade auch, aber... Das tut zwar nicht ganz so weh wie sonst, aber es tut weh. Okay, das ist also auch so ein neues Beschwörungsding mit jeder... Jetzt haben wir direkt unter der Heimat! Ja, das kann lustig werden. Noch ein bisschen Licht noch machen hier, Moment. Nein, ich will jetzt abbauen. Du mit Eisblöcken rutschst. Ja, tatsächlich. Ui. Nehmen wir ein bisschen was mit. So, gucken wir mal, ob die mich verarbeiten können. Ja, da war ja was. Genau, ich wollte nur kurz rübergehen, um das Zeug zu holen. Weil Depolia 1.2 ist definitiv unsere neue Heimat. Und die andere wird dann irgendwann ausgeschlachtet. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Das heißt, nicht wundern. Ja, warte. Okay. Lass erstmal alles hier schön in Truhen platzieren, dann können wir nämlich noch mehr Scheiße mitnehmen. Kommst du gleich mit rüber, ja. Sehr schön. Ja. Betten zum Beispiel mitnehmen, dann müssen wir die nicht noch bauen. Alles. Wieder gerne. Okay. Liegt alles. Alles klar. Und, ja gut, ablegen tue ich jetzt nicht ganz so viel. Bevor ich rübergehe, will ich nochmal kurz gucken, ob ich, wie gesagt, die Eisblöcke verarbeiten kann. Ja, Icebricks gehen tatsächlich. Aber es sind Icebricks. Aus Icebricks kann ich dann aber eventuell. Hintergrund oder sowas. Ja, genau. Ich guck gerade, was geht. Icebrick Wall sind die dann dementsprechend. Die nehme ich mal mit. Und jetzt gucke ich mal, wie die sich mit dem Weiß irgendwie verbinden. Ob das, wie das aussieht hier. Klar wäre es hell besser, deswegen gehe ich mal kurz zum Stern da hoch. Der macht eigentlich ganz gutes natürliches Licht. Damit ich weiß, ob das passt oder nicht von der Farbe. Naja, wo bin ich denn hier? Snowbrick. Bin ich gerade blind? Ich bin regelmäßig blind, aber... Ah, hier. Das müssten sein. Genau, 7. Kannst auch mal was zu sagen. Verdammt. Warte. Es ist dunkel.
Wenn ich die reinbaue, kann es natürlich sein, dass hier alles plötzlich einfriert. Oh, so dein Kühlschrank oder was? Nee, die Frage ist, ob das eine schön aussieht oder das andere. Ich mach's noch eine Fackel mal hier mal kurz dran. Moment, zack. Ich glaube Schnee ist schöner. Ja, Schnee ist schöner. Muss ich dann wieder abbauen, aber ist egal. Aber wenn jemand eine Eishöhle bauen möchte, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was dafür. So, dann hüpfen wir mal ganz kurz rüber. Multiplayer, Host, der da, altes Terpodia. Wahrscheinlich gleich der Kanzel. So, nochmal Multiplayer, Host, der da, Terpodia. Nur hat eigentlich kein Passwort drin. Brauchen wir einen Moment, bis es startet. Ist halt relativ vollgepackt mit Zeug. In der Theorie müsste er jetzt gleich offen sein. Quasi jetzt. Passwort oder nicht? Du dich Passwort. Ja, leck mich doch, du blödes Drecksding. Multiplayer, Hostplay, Blubber, Bläb, jetzt ist es. Minus. Was? Übrigens ist es Version 1.2.0.1. Das heißt, sie haben schon einen kleinen Patch draufgepackt, wahrscheinlich Bugfix-Patch. Die 1 ist die Version, die 2 ist meistens das Update. So, jetzt kann man. Dann nehme ich auf jeden Fall direkt mal mit mein Bett. So. Bett ist immer gut. Stühle, Tische und so weiter, habe ich ja gesagt, will ich nicht. Da gibt es auch coolere Sachen. Eben drum, deswegen. Im wahrsten Sinne des Wortes, cool. Brauchen wir auch alles nicht. Ja, die Rüstungsstatuen nehme ich mit. Jo. Weil die machen sich gut. Unsere Fensterscheiben sollen wir auch mitnehmen im Übrigen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Dann nehmen wir, wie gesagt, das Fensterglas noch mit. Bomben, ganz viel Bomben. Ganz wichtig. Bomben mitnehmen. Habe ich noch ein bisschen was dabei? Ein bisschen was habe ich noch. Ich habe zwar Dynamit en masse, aber ja. Was ist das? Oh, hier kann man Hellfire Arrows kaufen. Seit wann das denn? Ich nehme mal 999 Hellfire-Dinger mit und tu mal die Undead-Dinger da weg. Hier gibt's Explosive Powder. Okay. So. Dynamit kostet im Übrigen 1,50 Gold. Ich weiß nicht, ob es schon immer so günstig war. So. Also, das Glas haben wir gesagt, nehmen wir mit. Damit wir schön unsere Glaswände machen können. Auch die auf der Seite, die Knorker so schön gebaut hat. Schnüff. Die ich nicht. Achso, die muss ich so aufbauen. Wir sind Wrecking Ralph. Die nehmen wir auch mit, weil die passen hervorragend bei mir oben rein. Diese schönen, neu animierten, blauen. Mist, ich bin voll. Die sind eh scheiße, so. Und die Discwalls nehmen wir auch nicht mit, so. Können wir den Nurse bitte mitnehmen? Die brauchen wir, glaube ich. Im Übrigen ist eine Mushroom-Suppe, wie ich gesehen habe, extrem geil vom Buff her. Da können wir Knorke mal beauftragen als Koch, uns da mal ein bisschen was zu basteln. Hat ein sehr geiles Buff-Duration. Das zweite Bett nehme ich auch noch mit. Das willst du dann bestimmt haben, schätze ich mal. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ne? So. Das können wir dann wegwerfen. Das Gel. Die Sand, genau, Sandplate, scheiße, so. Banner. Unser ganzes. Hier unten. Ja, die ganze. Farmstation. Die ganze Farmstation, genau. Dirt brauche ich nicht. Hast du noch Platz? Du hast noch Platz, ne? Nimm das mal mit. Also alles, was du hier siehst, muss mit. Wir brauchen auch noch irgendwie Wasser. Und ich gucke mal kurz hier die Kisten mal rein. Gott, haben wir viel Kram hier drin. Heilige Makrele. Heiliges Auge. Nope. Na, die sind scheiße. Soll ich den Ofen jetzt auch noch mitnehmen oder nicht? Nee, den Ofen brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist nur Vanity. Das aber ist, ich habe was fürs Wasser. Also Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Sonst können wir das nicht wieder so bauen.
Haben wir irgendwie Bücherregale nicht gehabt? Habe ich nicht immer mal irgendwo hingebaut? Ach, das war ja das eine, was du gerade mitgenommen hast. Na gut, das finden wir ja drüben ja auch wieder in der neuen Dings. Das wird im Übrigen ziemlich einfach, ne? Wir sind ja noch im normalen Mode drüben, in der neuen Welt. Fällt mir da gerade ein. Dann können wir die ganzen Viecher dann relativ schnell platt machen. Wir sind ja voll im Bar. Ah, hier. Ich hab's gefunden. Was zum Geier? Was ist das denn? Ein Turban? Ja, Eimer. Das ist ein Eimer auf dem Kopf? Ja, das ist der leere Eimer. Das nehmen wir auch mit, weil... Ja, du... Keck kann man nämlich auch aufbauen. Guck mal, das sind im Übrigen hier diese Dings, die ich gemeinte. Ja, den Zaun habe ich schon gesehen. Ach, genau. Axt. Du wolltest eine Axt mitnehmen, genau. Die Axt im Wald erspart den Zimmermann oder so ähnlich. War das nicht die Axt im Haus? Ja, das auch. Wo wohnt denn Sirius normalerweise hier oben, glaube ich, ne? Ja, schmeißt den Dynamit rein. Oh, ist das gemein. Das war, glaube ich, das ist No-Aim und das ist Sirius, genau. Was hat Sirius denn so in seinen Kisten gehabt? Ja, da war nicht so richtig weit. Haben wir keine Äxte mehr? Nee, du kannst kurz eine bauen. Wir haben ja unten in der goldenen Kiste noch jede Menge Material. Du erinnerst dich, was ich gerade eben abgebaut habe. Warte mal kurz. Nein, das ist keine. Ich habe meine, glaube ich, auch nicht aufgehoben, oder? Ich hätte hier noch so einen Mithril-Drill. Und einen Kobalt-Drill hätte ich auch noch. Also Mithril brauche ich nicht. Achso, du brauchst eine Axt. Das ist ja dem Kobalt. Ah, scheiße, brauchst du die Axt. Denkfehler, hey, Freudscher. Ich habe eine Molten Pickaxe. Hier, nimmst du die? Ja, achso, ja, Axt. Entschuldigung, brauchst du eine Axt? Ist egal, ich stehe zwischenzeitlich mal kurz bei meinem Server vorbei, ja? Ach ja, Bett. Bett habe ich doch schon, 2 Stück. Zwei? Ich habe doch 2 eingepackt, habe ich gesagt. Okay. Ja, warte, passt so. Ich hole mir jetzt einfach. Genau. So, nochmal ein kleines Päuschen, wir machen dann gleich wieder weiter.